Zwillinge. Der Schweizer Moschee sind gar nicht schweizerisch. Viele sind türkisch, vom Erdogan finanziert. Erdogan, habt ihr auch schon gehört, oder? Wird viel Sache über ihn erzählt. Die Türken haben gar nicht so geisse. Sie sind mehr so scharf. Auf jeden Fall, der Erdogan finanziert also Imame, wo in die Schweiz kommen und unsere gutgläubige Jugend verführen. Ja, so radikalisiert, mit einem Kopftuch fürs Mädchen. Und die Buben haben da so Flum ums Kinn, wo nicht meinst, gibt das nur ein Bart oder doch an der Vater? Auf jeden Fall, ich habe zu meiner Tochter gesagt, pass auf, mit was für Buben du dich hier lässt. Lieber, du bringst mir einen jungen katholischen Priester heim als einen Islamist, wo mir noch den Alkohol verbieten. Wer bin ich? Keine Ahnung. Vielleicht eine Sozialarbeiterin von dem Islamischen Zentralrat. Bei uns ist alles in Ordnung. Wir haben einen sauberen migrantischen Hintergrund und einen integrierten Schweizer Vordergrund. Danke, merci, wir kämpfen nicht auf Wiedersehen. Dort hat der Schweizer Schreiner ein Loch gemacht. Was haben Sie denn? Was haben Sie jetzt abziehen? So mich gerade erkannt. Ja, ist auch nicht so schwierig in einem 3-Personen-Haushalt, wenn es der mutterische Magwa fit. Was haben Sie denn so? Hast du so fundamentalistische Kleider? Bist du in einem Moschee von Erdogan radikalisiert worden? Nein, sicher nicht. Das haben wir in der Schule gemacht. Interkulturelle Handarbeit. Und jetzt brauchen wir den Burka, um ein bisschen Schweizer verschrecken. Wow. Weißt du, so Tram, Bus und so, hast immer Platz. Und hey, McDonalds kannst du immer gerade führen. Gut, kannst du einfach nicht den McBacon bestellen. Du sollst auch ohne Burka nicht den McBacon bestellen. Wohl, dann spiele ich dank dem Zürichberg Tussi. Also, ist der McBacon mit Pata Negra oder mit dem normalen Chamonix Perico? Aber eben, im Ausgang oder so ziehst du den Burka schon ab, oder? Ja, sicher. Weil mit dem Burka sehen die Leute ja nicht, dass ich meinen Arsch trainiert habe. Darum tue ich den Burka so im gefälschten Louis Vuitton-Tasche. Ja, du darfst einfach nie liegen lassen. Wenn den Security im Club findet oder sogar nur den Bullen, dann hat es voll mega Stress. Und du musst verstehen, das sind einfache Schweizer. Die haben keine Ahnung von interkultureller Handarbeit.